Jetzt in der Corona-Zeit ist Ferrari-Treffen in Arbergen willkommen in Abwechslung. Das zieht wieder mal viele Leute an. Und hat ganz viel frische Luft und Mindestabstand. Das herzige Städtli im Berner Seeland bietet wie immer eine tolle Kulisse für die Autos. Und wenn man hier so schaut, ist das Ferrari-Rot deutlich in der Mehrheit. Obwohl es wie immer auch gelbe, schwarze, weisse und andersfarbige Ferraris hat. Zum blauen Himmel, was sich da überall auf den Karosserien und in den Scheiben spiegelt, passen alle Farben recht gut. Vor ein paar Tagen war der Wetterbericht für heute ja noch schlecht gewesen. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso das Jahr ein bisschen weniger alte Ferraris da sind. Der Showstopper ist ganz klar der Ferrari LaFerrari, der auch als einziger hinter Absperrbändern steht. Der ist wirklich sehr schön. One more toy, hat der Besitzer ganz klein hinten drauf geschrieben. Also einfach, noch ein Spielzeug mehr. Schön für ihn. Oder sie. Aber auch sonst halten Besucher schön Abstand zu den Ferraris. Wir wollen ja nur schauen. Und davon träumen, irgendein ist auch so ein Auto zu haben. Dort, ganz weit hinter mir, ist die Holzbrücke in Arberg. Die ersten Ferraris machen sich schon auf den Weg zum Corso rund um den Neuenburger See. Beim Coronavirus bin ich das Jahr nicht dort hinten am Warten, sondern haben mir ein Plätzchen gesucht, wo ich ein bisschen mehr Abstand zu anderen Leuten halten kann. Wir wollen ja nicht nur schöne Autos sehen, sondern auch sicher bleiben. Und da kommen sie auch schon. Thank you.
Und dann war es wieder für dieses Jahr. Ich bin der Tommy von petrolhead.ch. Danke fürs Zuschauen. Besucht meinen Blog petrolhead.ch, abonniert meinen Kanal oder klickt hier, um ein anderes Petrolhead-Video zu schauen. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!